Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von One Military Camp. Legen wir los. Wo waren wir da? Genau, hier unten wollte ich auch noch dann umbauen. Ja, beim Öl sieht das dann ja ähnlich aus. Dann brauche ich die Fabrik vielleicht gar nicht so weit da hinten hinpacken. Das ist dann jetzt mal... kann ich ihn ein bisschen nach oben setzen? Oder wie stark wäre dann der Krach? Schauen wir mal. Das würde bis dahin gehen. Da habe ich ja kein Gebäude. Das heißt, dass der Lärm würde da noch keinen Einfluss haben. Ah, wenn ich einen weitergehe, auch nicht. Ja gut, dann... dann setzen wir das Ganze doch ein bisschen anders. Normalerweise wollte ich hier zwar noch Energie hinpacken. Aber dann setzen wir die wirklich hier hin. Warum macht er das jetzt nicht? Irgendwas im Weg? Oder kann ich die da nicht hinsetzen? Doch, müsste eigentlich gehen. Ach, wahrscheinlich wegen dem Förderband. Das funktioniert nicht. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen anders. Aber wenn ich die einfach hier unten hinsetze. Die hier hinsetzen würde. Kann die ja auch hier hinsetzen. Dann mache ich da einen Weg runter. Förderband ist dann nach oben. Dann, ja. Das ist mittig, ne? Ne, das ist sogar außen. Das heißt, ich kann so, dann kann ich meinen ganzen Weg da hinten hinspannen. Da brauchen die nicht solche Umwege laufen. Jo, dann machen wir es anders. Hier lassen wir auch wieder zwei Lager dann übrig. Bedeutet, dass die verkaufen wir wieder leer. Und dann auch direkt abreißen. Das gleiche hier. Auch abreißen. Noch zwei sollten auch hier reichen. So, wenn ich jetzt mal zusammenrechne. Gut, ich habe natürlich jetzt hier mehr Lager verkauft. Ne? Aber das, selbst wenn ich immer nur ein Lager einmal am Tag weggehen würde, wäre ich locker bei 4.000 bis 5.000 an Credits, die da reinkämen. Und das soll nicht reichen, um hier irgendwo am Laufen zu halten. Nee. Ja, ich glaube, ich werde mich da noch eine Weile drüber aufregen, dass das jetzt so einfach wird. Für jemanden, der neu ist, ja, sicherlich, der da auch die Herausforderung vielleicht auch nicht sucht, so, auch schön. Ich finde es so ein bisschen schade. Weil so schwer fand ich es jetzt. Okay, ich bin auch beim ersten Probespiel pleite gegangen, weil ich da nicht drauf geachtet habe. Ja, ich kann den Aspekt ja verstehen. Aber ich finde es übertrieben. Das ist jetzt falsch gebalanced in die andere Richtung. Wenn es vorher vielleicht ein Bild, mir dachte, 3.000, 4.000 hätten gereicht. Erstmal so hätte, glaube ich, wirklich gereicht, um halt trotzdem nicht so getrieben zu sein. Ja, so ist es halt jetzt. So, dann reißen wir das auch weg. Da reißen wir mal die Straße weg. Ne, nicht die Fabrik. Da muss ja eine Straße sein. Sei denn, das könnte ich ja auch machen. Energie kann ich irgendwo anders auch noch zur Not hinsetzen dann. In hier zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, ich baue die Lager tatsächlich darüber. Genau, das machen wir so. Das Lager... setzen wir mal hier hin. Das Lager setzen wir dahin. Ach, dann, ja, mit so viel Geld, da kommt es jetzt darauf nicht an. Dann reißen wir die einfach mal weg hier. Bauen wir die neu, ist einfacher.
So, und dann setzen wir die Fabrik um. Wo setzen wir sie denn hin? Das darf halt nicht zu laut werden. Das ist das Einzige, woran ich denken muss. Aber eigentlich sollte das so passen. Ja, da kann ich es nicht hin. Ich muss den Weg einfach verlegen. Kann ich ja eigentlich eh machen. Verleg einfach den Weg dahin. So. Mal da nochmal ein extra Pünktchen, keine Ahnung. Und da halt, damit wir nicht vergessen. Machen wir da auch noch hin. So. Und das weiß. Ach nee, den machen wir weg. So. Das machen wir auch weg. Weil da müssen ja die Förderbänder hin. Und dann mal hier runter. Gut, wo baue ich die Fabrik dann hin? Da geht das Förderband raus. Das heißt, kannst maximal bis dahin. Ist eigentlich dann Blödsinn sogar der Weg. Aber geht halt dann nicht anders. Dann ich baue die Fabrik doch etwas weiter runter. Setzen wir sie. Wenn ich sie hier hinsetze, hat es einen super Anschluss. Ich könnte natürlich auch das einfach noch ein bisschen höher setzen. Nach zwei nach oben. Weil die machen ja auch nur Lärm, wenn da ein Hubschrauber kommt. Ja, verschieben wir die nochmal. Zwar so, Förderband raus. Da, das heißt, da kommt der Weg. Setzen wir die hier hin. Da wäre eigentlich gut. Und das ist trotzdem nicht in der Reichweite, dass es stört. Aber es wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Nee, das funktioniert so nicht. Dann lassen wir den Weg da einfach ins Leere laufen. Bauen wir da irgendwas Schönes hin. Zur Erholung irgendwie so ein bisschen was. Dann lassen wir das. Das ist egal. Dann machen wir wirklich nur Förderband dahin. Dann brauchen wir jetzt auch keine Überbrückung irgendwie über die Straße machen. So und so. Dann mal eben kontrollieren. Das ist das Normale. Und da verkaufen wir dann wieder ab. So. Weil hier kann ich leider nicht so eine Überquerung machen. Die funktioniert leider nicht. Das muss schon ein Feld sein. Also ich kann jetzt nicht hier die Straße durchbauen. Das geht einfach nicht. Ich könnte es natürlich einen runtersetzen. Aber nö. Nee, das lassen wir. Ich glaube, ich reiße da erstmal die Straße einfach ab, damit die nicht ins Leere geht. So. Das ist halt ein anderer Platz, so. So ist das doch in Ordnung. So, damit haben wir eigentlich alle Lager umgebaut. Dass die nicht mehr so viel brauchen an Wartung. Ja, dann lassen wir jetzt mal endlich weiterlaufen. Haben wir natürlich ein paar Warnmeldungen unter Motto, können wahrscheinlich nicht erreichen. Genau, das dauert einen kleinen Moment. Wird sich gleich erledigen. Jetzt hat er irgendwo angehalten. Jetzt hat er einen Weg wieder gefunden. Alles gut. Na, da laufen sie schön durch den Park. Gibt die Moral. Und der will, ach, der, ja doch, hat kurz da gewartet. Auch in Ordnung. Was macht denn unsere Mission? Ja, das muss ich gleich auch mal ausprobieren. Jetzt ist allerdings die Mission gleich durch. Von daher warte ich noch eben.
Ah, erfolgreich. Dank der Treffsicherheit unserer Infanterie ist es uns gelungen, einige der Überwachungskameras in diesem Gebiet zu zerstören. Wir haben es geschafft, die Barrikaden niederzureißen und die Bürger zu retten. Jantins Truppen wurden aufgehalten. Jawohl, hat doch geklappt. Gut. Okay, unsere Entscheidung, unsere Beliebtheit in den Städten ist um 25% gesunken. Ja, wahrscheinlich, weil es länger gedauert hat. Damit kann ich aber leben. Das geht ja wieder hoch. Es ist aber keiner verletzt. Alles gut. Das ist doch nicht schlecht. Da kommt der Hubschrauber. So. Die sind ja... Okay. Ja, so, was haben wir denn jetzt? Das Gebiet gehört jetzt uns. Jetzt haben wir schon 16.100. Das heißt, es gab jetzt auch ohne Ende Kohle zusätzlich für die Gebiete. Also ich glaube, das haben sie dann auch erhöht, dass man da mehr Geld jetzt an Steuern oder was auch immer bekommt. Das ist ja auch okay, dass man da ein bisschen dann, wenn man dann schon ein Gebiet erobert, dass man da halt auch ein bisschen mehr Geld für bekommt, anstatt jetzt nur bei den Dörfern. Da hat man zwar auch was bekommen, bei den Gebieten vorher, auch wenn da kein Dorf drauf war, aber war, glaube ich, dann nicht so viel wie jetzt. Ich habe aber nie so ganz drauf geachtet, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Gut, wo gehen wir denn als nächstes hin? Hier wird sich eigentlich anbieten, weil hier dann noch, was hier Missionen sind denn das? Fliegerpanzer, Spion und Panzerspion, Artillerie, okay. Gut, ich glaube, dann gehen wir als erstes in die Richtung, weil dahinter ist dann direkt ein Dorf. Hier weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Jetzt erstmal schauen, Gebäude. Ja gut, das ist klar. Da ist jetzt wahrscheinlich wegen, ja, da ist gerade wieder Schichtwechsel vermutlich auch. Oder weil ich hier gerade umgebaut habe. Was haben wir jetzt an Leute? Oh, das ist gut. So, zweimal Sonne. Das ist perfekt. So, wo fehlt denn jetzt noch? Hier fehlt zum Beispiel noch eine Sonne. Wobei die mit Ausdauer schlafen langsamer. Nee, das ist doof. Die nicht. Bei dir auf jeden Fall. Wohl, weiß es jetzt gerade nicht mehr durch das Umbauen jetzt. Das war abgedeckt mit Tag und Nacht. Das auch Tag und Nacht. Da fehlt nämlich die Sonne noch. Das ist wichtiger. Gut, dann wird das nochmal eine Soldatin. Aber in der Medikamentenfabrik. Und zwar tagsüber. So, dann ist das nämlich dann auch abgedeckt. Mit Tag- und Nachtmodus. Gut, dann haben wir jetzt alle abgedeckt. Um die Fabriken brauchen wir uns jetzt überhaupt nicht mehr kümmern, wenn wir die nicht mal aufleveln. Aber eigentlich ist es Quatsch. Man müsste jetzt gucken, wenn wir es aufrüsten, dann klar, die werden effektiver. Wir können ja auch quasi eine Doppelschicht immer reinsetzen. Das heißt, die würden noch mehr produzieren, was uns dann vielleicht natürlich im Endgame auch noch mehr Geld produziert, weil wir jetzt unbegrenzt liefern können. Müssen wir mal gucken, ob sich das rechnet. Ich vermute schon, weil wir kriegen ja relativ viel Kohle dafür. Wird aber erst geforscht, wenn die anderen Sachen erforscht sind. Dann können wir die nochmal hochjagen. Dann stellen wir da auch nochmal Leute für ein. So, was haben wir noch hier? Einmal Überwachung. Ja, der wäre schon mal sehr gut. Das heißt, den können wir erstmal hier reinsetzen. Auch bei den Wachtürmen werde ich, auch wenn die Sicherheit, ne, das schneller wächst, die Erfahrung natürlich sehr positiv jetzt erstmal wäre. Ich möchte aber auch eher so Tag und Nacht, dass die so aktiv sind, dass die da ohne Probleme durchhalten, weil irgendwann haben die nun mal ihre 100% und dann ist es egal. Aber so können wir den erstmal nehmen, auch für die Tagschicht. Erneuern. So, und da ist er. Zu welchem geht der? Nee, du sollst nicht zu dem da. Du sollst erstmal zu dem hier.
Nein. Nein. Natürlich der letzte dann in der Liste. Da ist er. So. Er ist jetzt voll besetzt. Tag und Nacht. Da fehlt noch der, die... Achso, das ist eigentlich Nachteule. Dann sehr weg. Ach, der wird zwar gleich ein bisschen mürrisch werden, weil er schon wieder arbeiten muss. Aber es ist halt dann leider jetzt so. Da fehlt noch komplett. Und hier fehlt auch noch komplett. Ja, gut. Ist dann so. Den könnten wir erstmal einstellen. Auch nochmal dafür, für die Nacht allerdings, ja. So, du gehst jetzt wohin? Da oben hin. Gut, da ist jetzt auch nur für die Nacht jetzt jemand drin, aber ist okay, die Nacht hat ja gerade angefangen. Heißt, wir können eventuell ein, zwei Spione vielleicht abhalten, wenn welche kommen sollten. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt, und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.